Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So. Wir sind immer noch dabei, Nick Valentine nach draußen zu begleiten. Nick, los, lauf, los. Ich dachte, ich hätte... Da sind sie ja. So, wir verfolgen die bösen Viecher. Geht doch. Schön, dass der mitmacht. Mal schnell hier. Ne, der hat nichts. Aber der hier hat doch bestimmt. Ja. Nein, der möchte auf unsere Leiche spucken. Wow. Nein, nein. Er haut mich mit seinem Baseballschläger. Immer diese bösartigen. Wow! Maschinenpistole für Tato, naja. Warum wir alles gerade nicht? Gucken uns natürlich nochmal hier um. Ein bisschen was davon. Was hiervon? Nicht verrostete Blechdose. Oh, das ist gut. Ich werde jede Menge Spaß mit dir haben. Irgendwo hinter uns wahrscheinlich. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Wort gebaut? Ein Fitnesstrainer? Wahrscheinlich. Oh, es wird. Wir haben allmählich weniger Kugeln. Machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns mal auf den Weg. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Ja, dann mach mal. Okay, sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Ah. Da hätte man ja auch vorspeichern können. Wo ist sowieso wieder mal lädt. Was erwartet unser Hintertor 1? Dicke, fette Schritte, sagt er. Miki, was soll das denn? Du kommst oh Mann. In mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wär's besser weggeblieben, Mickey. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wald habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Toll, wenn ich das geahnt hätte. Warte. Ich muss mich schon mal eben umziehen.
Kleidung. Super geschweifter Anzug. Filzhut. So. Wie wär's mit sie zum Gehen überreden? Weil zu Gewalt ermuntern ist. Darla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Ich. Du hast recht. Was mache ich nur hier? Ich habe mich damit reinziehen lassen. Darla! Wo gehst du denn hin? Nach Hause, Skinny. Wo ich die ganze Zeit schon hätte sein sollen. Das war's mit uns. Ach komm schon, Nikki. Erst kostet ihr mich Männer und jetzt kostet ihr mich auch noch mein Mädchen? Wir haben dir einen Gefallen getan, Hungerhaken. Dein Frauengeschmack war schon immer lausig. Jetzt, da sie dich nicht mehr aufstachelt, wirst du ja vielleicht vernünftig und lässt uns gehen. Du schuldest mir was für 2 Wochen im Loch. Du arrogantes, überhebliches Arschloch! Ja! Gut, ich zähle bis 10. Wenn ich dich dann noch hier sehe, lege ich euch beide um. Wir sollten besser von hier verschwinden. Und zwar schnell. 1, 2, 3. Hätte sie natürlich auch umbringen können. Aber vielleicht sehen wir den nochmal wieder. Vielleicht sehen wir den ja nochmal wieder, ne? Deswegen lassen wir ihn mal am Leben. Die Blähfliege. Du hast deinen alten Look satt. Ein plastischer Chirurg kann dir ein völlig neues Gesicht verschaffen. Es kostet dich auch nur ein paar hundert Kronkorken. Und ob sie dann besser aussehen, das sei mal gesagt. Die Zeit soll aus einem bestimmten Grund schneller vergehen. Wenn du ein Sitzmöbel nutzen kannst, kannst du bis zu 24 Stunden warten. Aber das darf niemandem gehören, weil nämlich, wenn es jemandem gehört, warum solltest du darauf warten können? Der Himmel ist auch über einer den von Commonwealth. Den Guten, weißt du? Ich hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Ellie. Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Ich folge dir. Du verschwendest Zeit. Wir treffen uns da. Wir verschwenden Zeit. Ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen und zu plaudern. Ich weiß, dass du deinen Fall so schnell wie möglich lösen möchtest. Aber so etwas braucht Zeit. Wir dürfen keine Details übersehen. Wir sehen uns in Diamond City. Wir bekommen das besser hin, wenn ich alle Details kenne. Naja, gut. Sei mein Valentine. So. Lassen wir Valentine mal alleine laufen. Wir werden als nächstes mal zurück nach Sanctuary gehen. Das lädt natürlich wieder. Kleine, zuverlässigen, wirkungsvoll und weit verbreitere, die 10mm Pistole gehört zum Arsenal des Ödlands, seitdem die Bomben gefallen sind. Ja, die gab es bestimmt auch vorher schon. Und da steht auch klein, zuverlässig und wirkungsvoll. So. Je schwerer die Waffe, desto mehr Schaden richtet sie an. Und das ist gut. Als erstes transferieren wir mal den ganzen Schrott. Gib mir deine Sachen. Hey. Was brauchst du? Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem.
Du solltest vielleicht etwas von dem Zeug loswerden. Ja, das habe ich vor. Ich schleiche ganz langsam zu meiner Kiste und packe da alles rein. Das ist mal die Waffen. Schrotflinte, eine Pistole, Flammenwerfer. Wir lassen jetzt auch das Scharfschützengewehr wieder hier, weil wir da eh noch kaum Munition für haben. Eine Pistole, das und das, ja. Kleidung. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder anziehen. Daten. Inventar. Kleidung. Käferrüstung, Helm. Ach, Käferrüstung mit Helm ist das. Also, das kann man mit Powerrüstung tragen. So. Powerrüstung. Brust. Hatten wir gefunden. Oder selber hergestellt, eher gesagt. So, jetzt sind wir noch ein bisschen hier. Aufbereitetes Wasser. So, und dann können wir jetzt auch schon weitergehen. Wir machen jetzt einfach mal die Quest, die wir damals nicht geschafft haben. Die sollten wir jetzt hoffentlich mal schaffen. Zur Ausgrabungsstätte. Plasmagewehr sieht auch cool aus, ne? Noch mehr Schaden als Laserwaffen machen nehmen. So, das haben wir letztes Mal ja nicht geschafft, das werden wir jetzt aber schaffen. Erstmal speichern wir natürlich nochmal. Hey du. Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Also ich muss einfach. Keine Ahnung, wie tief das ist. Oder was da ist. Hör genau hin. Hast du das gehört? Das war jetzt schon auf jeden Fall einfacher als vorher. Keine Ahnung, wie tief das ist oder was darin lebt. Das weiß ich auch nicht, was da drin lebt. Meyerlurks. Keine Überraschung. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Wirft aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Danke. Darf ich? Ich hab hier zu tun. Und wir haben noch ein Level Up bekommen. Ist doch super. So. Oh, worauf schießt er schon wieder? Was darin lebt. Keine Ahnung, wie tief das ist. Oder was darin lebt. Oh, es wird aber weniger. Glaube ich. Ganz lange, aber es wird weniger. Wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwann wiederkommen. So. Das war das. Das heißt, eigentlich können wir als nächstes doch nochmal versuchen, hier in die Richtung zu gehen, glaube ich.
wir sind jetzt ein bisschen stärker geworden. Hier ist auch noch eine World 81. Obwohl ich auch gerne zu World 81 möchte. Daten. Aber eigentlich möchte... Eigentlich muss ich ja... das erstmal machen, damit wir hier mal mit ihm hier weiterkommen. Und auch mal einen anderen mitnehmen können. Deswegen müssen wir jetzt dahin gehen als nächstes. Komm! Preston, wir laufen los. Diesmal schaffen wir das. Diesmal sind wir stark und hart. Ach ja, aber hier oben war ja bösartiger Kampfroboter. Wir gehen ein bisschen weiter rechts lang. Ein bisschen weiter rechts unten lang. Oh, den bösartigen Kampfroboter schaffen wir bestimmt immer noch nicht. Hier so ist doch gut. Natürlich auch zum Flugzeug gehen. Da waren wir nämlich auch noch nie. Ich glaube, wir machen Abstecher beim Flugzeug. Es liegt nämlich auf dem Weg. Gucken wir uns mal das Flugzeug an. Ich frage mich immer noch, warum so ein Sins, ein Sis oder was auch immer er ist, nach Diamond City reinlassen. Ist das Skyline erst? Ach, scheiße. Der ist schon mal down. Oh, es sind mehrere. Hätte das gedacht, dass das mehrere sind. Grundkornpatronen sind gut. Das ist meine Art abzutreten. Ach so. Ich weiß ja nicht. Ich meine, es ging schnell. Da ist er. Mini-Atombombe nehmen wir mit. Die brauchen wir vielleicht später nochmal. Mittliches Kissen. Das wär's. Nun, was? Hackklammer. Hosenträger brauchen wir nicht. Komm ich raus. Top verlassen. So. Geschafft. Schmalzpunkt brauchen wir auch nicht. Haben wir nämlich schon einmal.
cool. Das ist schön. Patronen sind immer super. Gamma-Patronen. Raketen. Schickabes und Vorkriegsgeld. Was gibt's denn noch? Kronkorken, Patronen. Ein paar Dinge gibt's ja hier. Nein. Ja. Rotes Kleid. Super. Rosafarbenes Kleid. Oh, ein Kampfgewehr. Das haben wir noch nicht. Das ist ja mal was Neues. Stimmt, eine Schrotflinte. Oh ja, hier ist Strahlung. Irgendwo. Komm mal da oben hin. Ich weiß auch, was strahlt hier. Ah, wir kommen so noch. Flugschreiber. Hinzugefügt. Vielleicht brauchen wir den später nochmal, ne? Hm, ein bisschen mal links noch. Wie schön. Raider-Rüstung, mal alles schlecht. Hier ist was Schönes. Ausgezeichnet. 5% mehr Schaden gegen Murlocs. Unglaubliche, übergewaltige Geschichte. Orphan. Nehmen wir mit. So, jetzt gehen wir aber weiter. Hm, wir brauchen wieder ein bisschen Energie. Erst noch hier links gehen. Sieht eigentlich auch sehr interessant aus. Naja, vielleicht noch nicht. Vielleicht später. Wenn wir da hin müssen. Obwohl, das ist... Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist natürlich auch interessant. Da könnten wir... Warte, ich speichere mal. Bekommen die uns eingreifen. Aber ich habe den einen jetzt zurückgeschickt. Lang ist's her. Der Direktor hat tödliche Gewaltanwendung gegen Plünderer genehmigt. Willkommen in der General Atomics Gallery. Sie müssen der neue Aufseher sein. Ja, genau. Ja, das bin ich. Ja. Genau. Hervorragend. Nun, ich möchte Sie als Erster bei Ihrer neuen Stelle willkommen heißen. Sobald Sie sich mit allem vertraut gemacht haben, sollten Sie sich beim Direktor melden. Sein Büro ist in der Statue in der Mitte des Platzes. Wir haben zurzeit geschlossen, aber Personal und Angestellte dürfen das Gelände natürlich betreten. Wenn Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gerne. Warum hast du zu der Direktor erledigt? General Atomics Galleria. Wer ist der Direktor? Das patentierte Direktor-Management-System oder DMS von General Atomics koordiniert die Aktionen der Roboter hier in der Galleria. Der Direktor ermöglicht einen autonomen Betrieb der Galleria ohne menschliches Eingreifen. Warum ist die Galeria geschlossen? Aufgrund laufender Prozesse darf ich das nicht beantworten. Ich bin doch der Aufseher. Richten Sie Ihre Fragen bitte an die Rechtsabteilung von General Atomics.
Wo bin ich hier? Die General Atomics Galleria ist schon heute das Einkaufszentrum von morgen. In unseren Läden arbeiten ausschließlich Roboter von General Atomics, um zu demonstrieren, wie zuverlässig und vielseitig sie eingesetzt werden können. Erleben Sie, was General Atomics so besonders macht. Das ist alles. Nun gut, viel Spaß bei Ihrem Besuch. Nicht vergessen, ihr seid der Stolz von General Atomics. Der König der Roboter? Das sieht mir so aus. Verkauft wird erst nach dem Kampf. Hallöchen. Sir, bester Boxlehrer der Welt. Los, steigen Sie in den Ring. Ich habe irgendwie Angst dazu, vor in diesen Ring zu steigen. Aber wir gucken mal. Okay. Hoch damit! Hoch damit! Fehler, unbehandelte Ausnahme im Boxmodul, tödliche Protokolle aktiviert. Erste Runde, kämpft! Foul! Okay, das war eine illegale Waffe. Man darf nur boxen. Okay, okay. Das habe ich mir gedacht, dass da wieder irgendwas schief läuft. Aber er hat ja auch gesagt, Boxkampf, ne? Na gut. Okay, das heißt erstmal werden wir dich, Preston, komm mal mit. Jede Abweichung von den Standardprozeduren muss vom Direktor genehmigt werden. Hier drüben. Preston, komm mal mit. Ich stell dich mal hier hin. Komm her. Das sollte weit genug weg sein, hoffe ich. Hier. Ist so gut wie erledigt. So, und jetzt möchte ich dir einen Befehl geben. Hey! Was brauchst du? Warte da! Ich warte auf dich. Ja, ich möchte, dass du genau da wartest. Egal, was auch passiert. Egal, was auch passiert. So. An alle Mitarbeiter! Verdächtiges Verhalten ist umgehend dem Direktor zu melden! So, nochmal speichern. Okay. Hoch damit! Hoch damit! Erste Runde, kämpft! Das ist doch gut. Das läuft doch ganz gut hier. Komm schon, noch ein, zwei Schläge. Das ist doch ein Boxkampf. Anscheinend wurde der Champ ausgezählt. Ja, das glaube ich auch. So, holen wir ihn mal wieder zurück. Hey. Ich bin ganz Ohr. Komm schon. Ei, ei, Sir. Ja. Vorsicht vor Dieben, Eindringlingen und Kommunisten! Nummer 12. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Sie werden in Kürze bedient. Ich soll eine Nummer 12, wo kann ich denn eine Nummer ziehen? Nummer 14 hat tödliche Gewaltanwendung gegen Plünderer genehmigt. So, wo wir eine Nummer ziehen? Ja, ich hab die 15. Werden wir dann in der nächsten Runde mal rausfinden. Folge. Und, falls euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.